Wir kommen zur Partie des neuen Europameisters. Ganz großartig. Und ich kenne Matthias Blübing, also seine Partien kennst du aus der Bundesliga. Und das ist doch ein sehr, oh, was ist was, welches Prädikat würde jetzt passen? Wenn du bist Gediegen, dann gediegener Spieler, solide. solider Spieler, positionell, Kein etc. Hasardeur. pp., kein Hasardeur und so. Will einfach sagen, er ist ein guter Spieler, ne? Weil wenn du sagst, so ein Haudegen, ich kann's Dampf in allen Gassen und so, das ist ja meist nicht so ganz koscher. Also sehr fundiert alles. Und in dieser Partie zeigt er eine ganz andere Herangehensweise und das fand ich ganz, ganz beachtlich. Grünfeld Indisch. Spötter sagen ja, Grünfeld Indisch ist aus Versehen entstanden. Schwarz wollte D6 spielen, aus Versehen ist der Bau auf D5 gelandet. Da gibt es sehr viele humorvolle Bücher dazu. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Stimmt auch nicht. Stimmt wahrscheinlich nicht. Aber ich C weiß, schlägt dass D5, Springer Ernst D5. Grünfeld dann von seiner Idee nicht so überzeugt war. Ja, und ja, jetzt kommt halt E4. Springer schlägt C3, BC3. Sagen wir Läufer G7. Das so als Grundstellung von Grünfeld Indisch. Und ich habe auch mal versucht, das zu lernen mit Schwarz und war irgendwie nicht begeistert von der schwarzen Idee. Also ich finde eigentlich, was hat Schwarz geschafft? Schwarz hat Weiß ein Bauernbezentrum beschert. Das gefiel mir irgendwie nicht. Vorteil, der Springer F6 ist verschwunden. Das heißt, der Läufer G7 hat freie Sicht, zum Beispiel im Gegensatz zum Königsinder. Das ist Und aber auch man ein bekommt. Nachteil. Das ist ja, wenn du nämlich keinen Springer F6 hast, dann bist du sehr anfällig für Königsangriffe. Ja, und man hat eben sofortiges Spiel gegen das weiße Zentrum, ne? Also Tausch war schon da und Schwarz hat immer die Möglichkeit, also in der Regel mit C5. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das Zentrum anzugehen. Also es ist schon attraktiv, aber es ist wie so vieles andere eine Geschmackssache. Es gibt Leute, die spielen das fast ausschließlich. Mir fällt jetzt Gelfand zum Beispiel ein oder Peter Swiedler und ganz Leko, genau Leko und so. Ja? Und es gibt auch Swidler. mittlerweile also einen Theoriebaum, der, als ich es lernte, da konnte man das noch so mit einer Fibel machen Mit und so. Gegenspiel. Mit Gegenspiel, genau. Hier brach ich ab und Schwarz hat gute Chancen. Also das sind auch schon wieder zigtausend Partien. Aber Alle weißt anderen du, hatten. wenn, also ich Ja. kenn das von beiden Seiten, ne? Und es ist sogar so. Als ich habe früher als Jugendlicher habe ich E4 gespielt und dann habe ich so ein kleines D4-Programm gehabt. Aber Grünfeld war immer ein Problem. Ne? Und dann sind diese Varianten mit Springer F3 modern geworden. Ne? Mit Springer F3, Turm B1, dann habe ich mich so darauf konzentriert. Dann hatte ich plötzlich was gegen Grünfeld. Ne? So, und dann stellst du aber fest, wenn du es mit Weiß spielst, du hast dieses Zentrum, aber das ist auch eine Hypothek. Ja? Also du musst es bewachen. Du, ne? Also es ist dir praktisch geschenkt worden, hier ist dein Zentrum, da kannst du haben. Und dann musst du es bewachen. Dann bist du beschäftigt mit dem Zentrum. Wenn man so einen strukturellen Ansatz hat, wenn man sagt, wenn man Figurenspieler ist, ist einem das ja egal, ne? Dann ob Zentrum haben oder nicht, haben ist ja wurscht, Hauptsache die Figuren können ziehen. Ne? Und für Schwarz, wenn es aus schwarzer Sicht. Hast du keine Sorgen mit irgendwelchen strukturellen Fragen? Ja, es gibt praktisch keine. Ne? Du hast schöne Aussicht im Endspiel mit der Damenflügelmehrheit, die du immer hast. Und du kannst mit Figuren spielen. Das ist eigentlich nett. Ja. Aber du musst natürlich, es ist sehr konkret und du musst 80.000 Varianten lernen. Ne? Musst du schon können. Ne? Dazu habe ich leider auch schon, es wiederholt sich ja alles. Nigel Short, klassischer, wirklich durch und durch klassischer Spieler aus England. Zeitlebens eigentlich nur Damenindisch, Königs, Damenindisch, nimmt zu Indisch und Damengambit gespielt. Und er hat für einen Wettkampf seiner Zeit gegen Spielman mal Grünfeldindisch gelernt innerhalb von 6 Wochen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so wäre. Hat das aber auch nur zweimal gespielt und ist dann wieder zurückgekehrt zu seinen Leisten. Läufer C4 ist eine Hauptvariante. Kurze Rochade, Springer E2, C5, schlägt, schlägt, Springer C6. Man sieht eben, okay, weiß. Was du eben sagtest, man hat die beiden Mittelbauern, D4 und E4, davon träumt man eigentlich in vielen Eröffnungen, aber ganz konkret muss man sich darum kümmern, Läufer E3, Läufer G4, F3, war früher Hauptvariante, also damit habe ich angefangen, das zu lernen. Und jetzt kommt Springer A5 und jetzt gibt es den Normalo-Zug, das ist Läufer D3. Man geht also zurück. Das ist die Sevilla-Variante. Kennen vielleicht einige von uns aus dem Match Karpov gegen Kasparov aus dem Jahr
André, du wirst es wissen, du hast dein Buch darüber geschrieben, Läufer Nein, F7, ich glaube 92, kann das Moment Thomas 7 99, FG. 92, Quatsch, 90 wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Kasparov hat, also das war neu in dem Match Und Karpov? und ja, ne, hat dann Läufer F7 gespielt. Ich weiß nicht, wie es einzuschätzen ist, wie da der heutige Stand ist. Aber zurück nochmal zum Zug Läufer D3. Und wenn Schwarz jetzt Läufer E6 spielt, ist ein ganz typisches Grünfeldmotiv D5. Läufer A1, Dame A1. Der Läufer E6 hängt nicht wirklich, man hat Zeit zu F6. Und ja, das ist ein typisches Qualitätsopfer. Weiß hat sehr gute Kompensation, aber ich Remis. glaube, in der aktuellen Praxis geht auch fast alles hier Remis aus. Aber das Ich ist so. glaube, ja. Ich Ja. glaube, dass heute spielt man das wahrscheinlich mit. Spielt man hier Springer C6 und B6. 1987 wird gerade gesagt. Okay, ja. 7-8, okay. Springer, ich glaube, man spielt Springer C6 und B6 oder sowas. Und hier wird noch angemerkt, Fischer natürlich Grünfeld. Hier wird gesagt, Fischer hat nach 1971 Grünfeld nicht mehr gespielt. Ja, aber er hat aber sehr viel nach 1971 nicht mehr gespielt. Ne? Also Na gut, die Partien kann man ja. er hat ja 1970 bei der Olympiade Siegen hat er gegen Spassky mit Grünfeld verloren, zum zweiten Mal. Ne? Und dann hat Ja. er genug davon. Gut, kleiner Ausflug in die Geschichte, aber ich wollte nur hinweisen auf die Dame A1 zum Beispiel. Dame A1. Und für manche von euch vielleicht, für mich auch, wäre das ein Albtraum, auch diese Stellung. Mir würde die mit Schwarz überhaupt nicht behagen. Stichwort Königstellung. Ich habe meinen Fianchetto-Läufer abgeben müssen, also dieser hier, mein Schutzläufer, und Weiß hat Ideen mit Läufer A6 und so. Aber Und das ist. wenn du das überlebst, hast du diese zwei Bauern gegen den einen am Damenflügel. Und das ist einfach eine Perspektive. Ne? Ja, sicher. Man muss es immer positiv sehen. Springer F3 ist ein ganz anderer Ansatz. Jetzt kommt auch C5. Man muss nicht C5 spielen, man kann auch erst rochieren. C5. Und Matthias Blüm gibt jetzt das Schach auf B5. Das kann manchmal ein ganz störender Zug sein. Wie gesagt, das kann man mit vermeiden, indem man erst kurz rochiert. Wenn Schwarz jetzt Läufer D7 spielt, gibt es zwei Züge. Einmal gibt es den Zug Läufer E2. Das ist ein Zug, den Weiß eigentlich sowieso machen will. Und hier würde man behaupten, dass der Läufer auf D7 nicht gut steht, weil Weiß macht früher oder später Turm B1 und so. Also der steht einfach nicht richtig. Oder es gibt auch den einfachen Tausch auf. Und Turm B1 gibt es auch, genau. Und das spielt Dubow sehr gerne, diese Variante. Beides. Läufer E2, Turm B1. Habe ich gelernt gestern. Springer C6 ist aber auch der Naturzug. Kurze Rochade, Läufer schlägt sie. Ja. Einmal nur ein ganz kurzer Hinweis. Ich bin durch Zufall habe ich irgendeine Partie gesehen. Auch mit diesem, das ist eine Zugumstellung gewesen. Ich glaube, da spielte, kam irgendwie früh C5, ein Läufer B5 Schach und der Springer ging erst später nach F3. Und diese Partie wurde bei der, ich glaube, bei der Schacholympiade 1939 gespielt, in Buenos Aires. Ich weiß noch, dass Schwarz, glaube ich, Moshe Tscherniak war. Der Weiß war, glaube ich, in Argentinien. Und das fand ich total verblüffend, weil ich immer dachte, diese Varianten gibt es erst seit 1980 oder so. Ne? Stimmt nicht. War alle schon da. Ja, hier, vielleicht bleiben wir mal hier stehen. Was haltet ihr von dieser Stellung? Was sagt ihr dazu? Wem hat dieser Tausch jetzt auf C6 gut getan? Weiß hat sein Zentrum behalten, ist schnell zur Entwicklung gekommen, hat aber das Läuferpaar unterwegs abgegeben. Wie würdest du das einschätzen? Wie würde dir das gefallen? Also, Was taugt das schwarze Läuferpaar zum Beispiel? ja, das ist ja, also heute würde man sagen, das ist ja hier nur ein Zwischenschritt. Also, die beiden haben ja ganz lange Theorie gespielt. Da gibt es Vorgänger, ich glaube, bis 24. Zug oder irgend sowas. Ne? Also, hier kannst du gar nichts sagen, das ist halt irgendwie. Also, Man kann eine Menge sagen, finde ich. Gut, was mir auffällt, Schwarz kann zweimal mit dem C-Bauern das Zentrum angreifen. Also wenn er Bewegung drin hat, dann kann ich da zweimal dran knabbern. Wenn ich das zweite Mal dran knabbere, dann muss ja Weiß gucken, ob er sein Zentrum aufgibt oder durchzieht, dann habe ich einen freien C-Bauern. Das ist ganz nett. Ne? Also das ist vielleicht nett. Ansonsten sind die beiden Bauern natürlich im Moment schwach wahrscheinlich, ne? Kommt man vielleicht nicht so richtig dran. Aber ja, das ist Springer C6 fehlt. Es gibt keinen Springer, also dann kann man den auch nicht nach F6 bringen. Habe ich auch vorhin gesagt, dass das Fehlen des Springers F6 auch immer eine Schwäche ist. Ne? Und wenn jetzt keinen mehr hast, bist du anfällig am Königsflügel. Ja, okay, also Noch was sagen? nö.
Weiß hat das Zentrum nach wie vor und jetzt hat Schwarz halt eine andere Möglichkeit, das Zentrum anzugreifen. Also Läufer G4 ist jetzt die Idee. Weiß macht Dame C2, was auch sehr logisch ist. Also geht aus dieser potenziellen Fesselung raus, Läufer G4, und bereitet auch im Bedarfsfall den Zug Turm D1 vor. Das will man natürlich haben. Und wenn man jetzt noch mit Weiß nochmal dürfte, Turm D1 und H3, würde ich sagen, hat er auf jeden Fall eine angenehme Stellung. Das ist angenehm, weil dann weiß man zum Beispiel nicht, dieser Läufer C8, der muss ja irgendwas machen. Der muss irgendwann mal irgendwo hin auf ein gutes Feld. Und so viele hat er eigentlich nicht. Und es ist sehr logisch, was Schwarz hier macht. Schlägt, schlägt und Läufer G4. Ja, und jetzt kommt ein interessanter Zug von Matthias Blüber. Mal gucken, ob ihr darauf kommt. Falls jemand, du kennst die Partie, sagst Ich du. habe es auch schon vergessen. Das ist eben eine zentrale Idee und die, wie du schon sagtest, das in dieser Variante hat sich in letzter Zeit, das ist Theorie geworden. Ne? Alles Theorie. Also gab es alles schon. Was macht Weiß jetzt? Und ich fand diesen Ansatz gut, das ist jetzt natürlich nicht von ihm sozusagen, er hat es nicht erfunden, aber er folgt diesen Faden und das ist ein sehr dynamischer Ansatz, den Weiß hier wählt und der gefällt mir sehr gut. Was würdet ihr mit Weiß jetzt machen? Na, Läufer G4. Ich glaube, er hat Springer E5 gespielt, ne, oder? Ja, hat er. Den wollte ich jetzt. Super, aber ist gut, prima. Also Springer E5 Ja. ist natürlich ein interessanter Zug. Also Läufer F3 ist jetzt keine ganz schlimme Drohung, aber Läufer F3 nur weil ist der ein. Bauer verloren geht. Aber sagen wir mal, dieser, Oh. ja, also die, klar, das ist schon eine Drohung. Aber diese Entwertung der Bauern am Königsflügel ist im Grünfeld für Weiß eigentlich keine Drohung. Ne? Aber okay. Aber Springer E5 ist natürlich ein schöner Zug, weil halt der Bauer D4 dadurch gedeckt wird, dass der Springer G4, der Läufer G4 angegriffen ist. Und Läufer E5 möchte man nicht so gerne machen. Das ist richtig. Und Springer E5 hat er natürlich auch gespielt. Der ist einfach sehr gut. Aber wenn man so will, ist das auch normal. Ne? Jetzt muss Also ich aber ist noch mal Theorie einmal geworden. gucken. Ja, Dame es gibt D4. erstmal zwei Möglichkeiten. Läufer E5, D5. Ich weiß nicht, wie klar diese Stellung besser ist für Weiß, aber ich glaube, dass sie für Schwarz ganz, ganz scheußlich ist, weil Titel der Sendung ist ungleichfarbige Läufer. Läufer C1 versus Läufer G4. Und gibt es hier irgendjemanden, der lieber den Läufer G4 hätte? Ja, du schüttelst mit dem Kopf, vielleicht zu Hause auch. Ich weiß ja nicht, wie die Zuschauer die Sendung so verfolgen, ob sie auch mal so machen oder irgendeine menschliche Geste oder so. Wahrscheinlich schütteln alle mit dem Kopf. Also dieser Läufer, der hat natürlich sehr viel mehr Potenzial. Stichwort Schwarzer König als dieser Läufer G4. Das möchte man mit Schwarz überhaupt nicht. Aber das andere war mir Und gar nicht klar. Was ist denn noch Dame D4? ja, guck mal, jetzt musst du deinen Memory-Test machen. Wenn du Dame D4 hat nämlich Schwarz gespielt. Das ist genau die Idee. Das hat er Was ist, gespielt. jetzt muss ich, ja, was muss ich denn jetzt eigentlich? Jetzt, Gut, Läufer B2. Kann ich mal vorwegnehmen. ja, Läufer B2 ist ja prima, okay. Läufer B2. Entwicklung mit Tempo und Dame B6. Und so. Ja, wie gesagt, ein sehr moderner Ansatz. Ich weiß nicht, wer das zuerst gespielt hat. Und Theorie verlassen die im Zug. Oh, 20. Also da haben wir noch sehr viel für uns. Jetzt kam Dame wahrscheinlich B6. Springer C4, nehme ich Und an. die Idee, nein, die Idee ist halt, dass der Läufer B2, der hängt durch. Das heißt, Weiß kann nicht auf G4 nehmen. Das ist klar, kann man hier nehmen. Kann man noch mal, man weiß ja nie, nicht? Springer H6, aber wenn Schwarz König H8 spielt, ist das keine Idee. Und also das will Weiß nicht, nicht auf G4 nehmen. Und auf C6 kann man auch nicht nehmen, ne? Also, das ist ja auch klar. Nee, das ist eigentlich auch nicht die Idee. Also Weiß will hier auf Figuren spielen Also machen. Springer Es C4. kommt Turm B1. Turm B1. Ja, Aha, nicht Springer Turm C4. B1, nein, will ich alles. Okay. Will ich alles nicht. Okay. Also jetzt hänge ich Ich ja will noch. spielen. Ich will, oder Matthias Pippon will spielen. Turm B1. Und jetzt kommt von Schwarz, muss ich eben schauen, was hat er jetzt? Turm B1. Genau. Und jetzt haben wir diverse Drohungen. Also erstmal jetzt hängt der Läufer auf G4 wirklich. Und es gibt nach einem beliebigen Zug, ja, zum Beispiel Läufer E6, hat, weil jetzt kann man halt arbeiten hier mit Springer G6. Und wenn man wieder nimmt, halt Läufer G6. Das ist so. Es geht also zur Sache jetzt nach Turm B1. Und hier hat Schwarz offenbar auch keinen besseren Zug als Läufer schlägt E5. Läufer schlägt E5.
Läufer schlägt D5. Und jetzt mal die Frage an euch, was habt ihr hier für ein Gefühl? Was hast du für ein Gefühl? Ich Es ist ja ein habe bisschen das anders Gefühl. als die Stellung, die wir oben hatten. Ne? Also ein bisschen anders. So, jetzt gehen wir mal hier. Hier hat. Also nach meinem Gefühl hat Weiß einen Bauern weniger. Und naja, aber vielleicht kann man auch den schwarzen Feldern was machen. Also ich finde das ein wunderschönes Beispiel für Kompensation einfach. Also ich würde mir, glaube ich, hier mit Weiß überhaupt keine Sorgen machen. Überhaupt keine Sorgen machen. Ungleichfarbige Läufer auf dem Brett. Ich gucke immer zum schwarzen König. Da würde ich mir immer irgendwelche Chancen ausrechnen. Andererseits hat sich Schwarz muss sich vielleicht auch keine so großen Sorgen machen. Ne? Wenn er hat einen Bauern mehr, der ist vielleicht und vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, den mal zurückzugeben, um was zu tauschen. Vom Feeling habe ich ein schlechtes Gefühl für Schwarz. Okay. Finde ich sehr akzeptabel. Läufer C, es kommt einmal Dame A5. Läufer muss sich irgendwie entscheiden und Matthias Dübom geht zurück nach C3. Wie gesagt, das sind alles Vorgänge, das gab es alles schon. Läufer C3, jetzt kommt Dame C5. Alles nicht Und so einfach. es ist alles nicht so einfach. Bemerkenswert, auch der Läufer G4, ich weiß nicht, irgendwann hat der mal gezogen, war das, das dauert noch ein bisschen. Weiß befragt den nicht. Wir spielen nicht F3 oder H3 oder so, weil es gibt eine Faustregel. Ungedeckte Figuren fallen und das ist immer so, wenn du, der Läufer auf G4 ist ungedeckt und den sollte man nicht vertreiben. Man sollte so lange warten, bis er entweder von alleine zurückzieht oder bis man vielleicht mal einen Doppelangriff anwenden kann. Dame C5 und was würdet ihr jetzt machen? Da ein Damenzug wird gefragt. Was? Ja, Nein. jetzt hat er die Dame gezogen. Wo würdet ihr hingehen? Das nicht egal. Ist das nicht egal? Das ist wieder so ein Beitrag. Ja. Also sagen wir mal Dame B2, dann ist Turm B8 gar nicht möglich. So. Also ich könnte nach B2, wenn ich das will. Ne? So, was soll ich aber auf B2? Na gut, ich entfessel wenigstens den Läufer. Dame D3 kann man natürlich auch drüber nachdenken, wobei ich nicht weiß, was das. Was soll die, ne? Was Was soll soll die ich da? da? Ja. Ne? Genau, Dame B3 könnte man auch machen, also auch möglich. Dame Auf welche? C1, Dame Auf C1 ist ganz interessant, weil dann kommt man, Dame C1 dann kann ich Turm B3, Dame H6 vielleicht machen oder dann so. hast du aber einen Knoten gespielt mit Habe ich Dame einen Knoten C1. Ja. gespielt, okay. Also dann mache ich Dame D2. Jetzt haben wir fast alle durch und Dame E2 habe ich nicht vorgeschlagen, weil kürzer das. generell sollte die weiße Dame auf ein weißes Feld ziehen oder auf ein schwarzes Feld? Ja, schwarzes Feld. Auf ein schwarzes Feld. Dame C1 hattest du. Dein erster Gedanke war Dame B2, ist übrigens der richtige. Der richtige will sagen, den hat er gespielt. Dame C1 weiß ich nicht so genau, Nee, dann weil kommen wir ja nicht weg. Ne? man ist ja nach wie vor in der Fesselung, in Anführungszeichen in der Fesselung. Denn. Das heißt, nehmen wir an, Schwarz spielt auf Unentschieden. Wenn wir die Damen vom Brett nehmen, kommt die Hand rüber. Da ist überhaupt nichts los. Ne? Ist gar nichts los. Aber wenn die Damen auf dem Brett sind, ist das eine sehr, sehr scharfe Stellung. Also Thomas Rüther sagt natürlich, Dame B2 mit der Idee Läufer Ja, H8. Das ja. droht matt. Du hast richtig gesagt, der Läufer C3 steht ja schon Gold. Ja gut, dann machen wir mal die grobe Variante. Ne? Das heißt, Weiß hat die B-Linie. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Ja, Läufer H8 als Motiv. Natürlich wäre es irgendwie schöner, wenn man, sagen wir, den Läufer C3 nach H1 beamen Ja, könnte. Dann andersrum ist es würden schöner. sie richtig stehen. Ne? Also die Batterie steht sozusagen Jetzt falsch erinnere rum. ich mich auch an die Partie wieder. Super, dann kannst du ja gleich mal was sagen. Die Damen werden bis zum Ende auf dem Brett sein, sagt Hodelmacher. Aus dem Gedächtnis, vielleicht hat er die Partie sich schon angeguckt und besser noch, er hat sie sich gemerkt, was nicht dasselbe ist. Dame B2. Jetzt kommt A5 von Schwarz. Muss ich A5 machen? Droht Dame Läufer B4 sind Die droht, Idee ne? ist, ja, die Idee ist, und genau, Ich überlege, ob das F6 ist geht. Der Drunken Mod sagt, ungleichfarbige Läufer begünstigen den Angreifer. Das ist eine Binsenweisheit, aber die stimmt einfach. Ne? Also, und angreifen natürlich heißt mit einer Figur oder mit mehreren Figuren noch dazu. Im Idealfall die Damen. Es gibt auch durchaus mal Stellungen, auch wo man mit Türmen angreifen kann und Läufern und ungleichfarbigen Läufern. Also bei Königsangriff ist es immer toll, weil Schwarz kann die dunklen Felder halt nicht neutralisieren. Das geht nicht. Per se.
geht das nicht. Promote, A5. A5 war notwendig, ja. Hat er sich, also gut, eine Idee von Läufer von Dame B2 ist auch Läufer B4. Ja, genau. Und wenn man den E7 kriegt, dann brennt es natürlich lichterloh am König. Ja, okay, A5 halt so. Also das muss man schon machen. Ja, soweit werden wir übrigens nicht kommen. Das Damen-Endspiel mit 3 gegen 2, das machen wir nicht. Wir hören vorher leider auf, aber das ist völlig richtig. So endete das. A5. Jetzt hat er hier gespielt Läufer D4. Vertreibt eben die Dame. Dame B4. Und was macht Weiß jetzt? Dame C1. Geht nicht, wegen Läufer hängt. Moment, was macht Dame A1? Macht Dame A1. Muss auch. Und jetzt, wie gesagt, deshalb habe ich diese Variante vorhin hier anklingen lassen. Dame auf A1 ist irgendwie eine ganz lustige Angriffsfigur. Hast du ja vorhin schon gezeigt, Dame auf A1. Ja, genau, ja, genau. Ja. Pädagogisch wertvoll, nochmal in dieser Stellung, Dame A1. Die Dame in der Ecke kann durchaus eine aggressive Angriffsfigur sein. Und hier ist sie auch auf A1 gelandet. Jetzt kommt Dame D6 von Schwarz und das ist der neue. Das heißt, das gab es alles schon. Ich glaube, Dame A4 gab es schon in einer Partie. Dame A4 wurde schon gespielt. Aber ich vermute mal, dass... Also die Grünfeldspieler kennen alle ihre Varianten, aber ja. Es könnte sein, dass Schwarz doch auch hier schon ein bisschen eigenständig unterwegs war. Weiß ich nicht. Ja, man sagt auch Reti-Dame zur Dame 1. Das kann sein. Also es gibt viele Reti-Stellungen, wo sie da auftaucht tatsächlich. Also Reti, sagt man... Würde mich, glaube ich, das nicht trauen, das zu sagen. Aber auch nur auf A1. Eine Dame auf H1 wahrscheinlich dann nicht. Das wäre dann. Das würde ich, das nenne ich die Knack-Dame. Da hat er mir nämlich mal, Rainer Knack hat mir mal erzählt, ja, dass er mal aus irgendwelchen blöden Gründen in eine Dame nach H1 fahren musste. Und das empfand er als Höchststrafe. So. Dame C3. Mhm. Auf A1 steht die Dame nicht schlecht, aber das ist doch sehr einseitig. Dame C3, Läufer E2, Turm E1, Läufer B5. Ja, so. Immer noch das Zwischenfazit. Weiß hat einen Bauern weniger. Richtig. Aber eben ungleich farbige Läufer. Und das ist, ich finde, dass das eine sehr dynamische Stellung ist. Sehr dynamisch. Sehr unausgewogen. Ja, jetzt spielen wir mal wieder Europameister. Was würde ein Europameister hier spielen? Mal sehen, ob jemand darauf kommt. Ich glaube mal unter den ersten drei Kandidaten, ob da der Zug von Matthias Blusaum drin ist. Wenn jemand die Partie sich erinnert, finde ich das auch super, aber vielleicht auch nochmal hier frisch nachdenken. Also einfach. Ich habe jetzt schockierenderweise fällt mir jetzt ein, was Weiß hier gespielt hat. Ah, super. Aber ich, wenn man nicht Europameister ist, also ich würde jetzt hier zum Beispiel, ich glaube, ich würde hier G3 ziehen oder sowas. Einfach mal, das ist immer gut, ein Luftloch zu haben. Aber es ist natürlich. G3? Naja, H3 bringt ja nichts. G3 wäre, glaube ich, der vorletzte. Also, also nichts gegen Luftloch finde ich klasse. Ja. Wenn du ja H4 vorschlagen würdest. Turm E3, dann mach ich mal einen guten, mach ich Turm E3 oder so. Aber den hat er ja nicht gespielt. Ich weiß, was er gespielt hat. So. H4, gut. Nehmen wir H4 mal ist ein schöner Angriff. So. Ist besser als also es ist G3. Auf jeden Fall optisch schöner als G3. Den schreibe ich gar nicht auf. Nee, das mache ich jetzt mal nicht. G3 lasse ich mal, H4 ist es aber nicht. Das ist generell ein nützlicher Zug, Luftloch und H4, H5 als Idee. Also Thomas Rüther sagt noch, Reti gegen Emanuel Lasker, New York, 24-01, sollte man sich angucken. Läufer C5 kann man auch spielen, man kann viele spielen natürlich. Problem ist eben, eigentlich möchte man diesen Läufer ja gegen den schwarzen König einsetzen. Also ich denke mal, dass die schwarze Dame dann zurückgeht. Und jetzt nicht nach E6? Ja, ich überlege gerade, ob man nach E6 oder nach C7 geht. E6 doch gut. Ich gehe mal nach E6, ja. Und ja, gut. Ja, wurde gesagt gerade. Thomas Rüther hat ihn gefunden, ja, sehr gut. Oder sich erinnert. Wahrscheinlich gefunden. Unser Zuschauer nehmen wir alles hin. Und zwar ist es der Zug A4. Und der ist natürlich klasse. Und Läufer schlägt A4. Und jetzt hat man halt zwei Bauern weniger, aber man hat den Läufer auf ein ungedecktes Feld gelenkt. Und wir haben gesagt, Läufer. Der kann mal, nehmen wir mal an, man würde Schwarz zu F6 zwingen, dann gibt es einen Schach auf C4 und dann ist der weg. Ne? Kann passieren. Außerdem hat er die B-Linie geöffnet. Und er hat die B-Linie geöffnet. Das habe ich hier, glaube ich, alles notiert. B-Linie, Feld B7, siebte Reihe, Läufer A4 ungedeckt. Und soll ich dir mal was sagen? Es ja. Würde mich nicht wundern, wenn das auch noch vorbereitet war. Warte
mal eben. Statt A5 mal Dame G5 versuchen. Statt. Das ist 18. Zug. Ich gehe mal dahin. Dame A5. Ach so. Hier. Okay. Dame G5 versuchen. Naja, gut, das. Das weiß ich jetzt nicht. Ich würde es mal wagen. Ich würde F4 machen. Und dann ist die Frage, wo soll die Dame dann hin, die Schwarze? Also hier, das muss irgendwie konkret gerechtfertigt sein, denn also F4 ist ein Zug, den mache ich sowieso ganz gerne. Und das Problem natürlich ist, dass Weiß jetzt, wenn er mal zu F5 kommt, dann ist H3 wirklich mal ein Thema. Also wäre es die Frage, wie es danach weitergeht, nach Dame G5. Ich sehe jetzt nicht so genau den Vorteil. Wie soll Schwarz das rechtfertigen? Welchen guten Damenzug hat er dann? Einen guten hat er ja nicht. Also könnte Dame H4 spielen. Oder Dame H6. Ne? Also lieber nach H4 vielleicht. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Also auch diese Konstellation finde ich überhaupt nicht schön. Gib mir einen Springer auf G4, dann bin ich dabei. Aber so habe ich nicht so das Vertrauen dazu, muss ich sagen. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Dame dahin gehört. Würde ich so sagen. Also, vielleicht ist das spielbar, aber ich glaube, F4, es nützt eher Weiß. Gefällt mir nicht so. Where were we? Achso, A4, Läufer A4. Gut. Bleiben wir hier. Kann natürlich dann immer sagen, im Vergleich zur Partie, da gefällt mir das aber besser. Okay. Ne? Also, aber ich glaube, Dame G5 gefällt mir nicht. Läufer A4. Wie setzt Weiß jetzt fort? Jetzt machen wir mal die Europameisterzüge. Was ist jetzt die Idee? Leider jetzt plötzlich eine gute Erinnerung an die Partie. Ja, okay, dann warten wir mal, was die Zuschauer so entweder sich erinnern oder selber drauf kommen. Was macht Weiß jetzt für einen Zug? Und das ist bemerkenswert, weil auch diesen Zug sieht man nicht alle Tage, den wir jetzt sehen. Das ist nämlich irgendwie ein Zug Point of No Return. Das ist sehr ungewöhnlich, was Weiß jetzt macht. Und ja, wäre interessant, Matthias Blühbaum hat Interviews gegeben, auch auf unserer Seite. Ich habe es mir nicht, war es ein Video, weiß ich nicht genau, war ein Video, habe ich mir jetzt nicht angeguckt, muss ich sagen. Vielleicht hat er sich auch zu dieser Partie geäußert, aber vielleicht hören wir ihn irgendwann nochmal dazu. Wir sind auch dran, wir wollen natürlich im Chessbase-Magazin möglicherweise den einen oder anderen Kommentar abgreifen. Ja, soll ich sagen? Was ich glaube? Ja. Ich glaube, er hat Läufer H8 gespielt. Ja, er hat Läufer H8 droht gespielt. Matt und nach F6 geht ja immer damit C4. Hast du ja schon gesagt. Ja, genau. Aber Läufer H8 ist natürlich, weil nach, ich meine, der hängt ja dann erstmal. Ne? Nach F6 ist er halt abgeschnitten und wenn Schwarz seinen Läufer wegzieht, hängt er ja trotzdem auf H8. Hm. Also das droht halt Matt auf G7 und das kann man eigentlich auch nur bequem in Anführungsstrichen mit F6 decken. Aber also wenn wir jetzt... Denke ich mir immer, so ein Zuschauer kommt da vorbei an diesem Brett und sieht den Läufer auf H8, dann denkt man doch eher, stört euch das gar nicht, dass der da so reingerutscht ist, könnte den mal jemand vom Brett nehmen. Ne? Also das ist eine ganz bemerkenswerte Stellung. Aber wenn, und jetzt muss doch Läufer B5 kommen, oder? Die Sache ist eben die, dieser Läufer auf H8, der ist weg. Ja. Der ist früher, der wird auch in dieser Partie fallen. Aber es wird für Schwarz gar nicht so einfach sein, den tatsächlich zu liquidieren. Ach, dann kam E5 sowas. Entschuldige. Ja, guck mal. Ja, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das muss man also irgendwie rechtfertigen. Und die Idee ist natürlich jetzt nicht, damit C4 zu spielen. Ne? Das will man überhaupt nicht. Jetzt hat man zwei Bauern weniger für überhaupt nichts, sondern man will natürlich weiter attackieren. Und jetzt warte ich, hier war noch ein Vorschlag, Läufer G7 zu spielen. Haben wir das gewünscht? Das war vorher. Na, nee, gut, das war genau hier. Ja. Das war genau hier. Das ist auch interessant, aber da kann man vielleicht so spielen. Ich glaube, die Idee ist Läufer H6 da. Ne? Läufer H6 und dann wieder Dame D4. Ah, Mist. Aber sonst ist das, glaube ich, auch ein... Also wenn das nicht... Wenn man irgendeinen... Also das ist, glaube ich, okay für Schwarz, würde ich sagen. Nach Dame D4. Vielleicht sogar gut. Oder vielleicht ist das sogar gut hier. Dame D4 ist wichtig. Weil sonst hätte man wieder das Motiv, wenn man jetzt hier F6 spielen müsste, dann tatsächlich, das ist gemeint, ne? Damit C4. Und jetzt sackt man ihn halt ein auf A4. Gut.
F6, also nicht Dame C4, sondern E5. Und ja, Weiß öffnet die Stellung. Der schwarze Opa, ich nenne ihn mal Opa, fühlt sich also nicht so besonders wohl. E5, es kommt Dame D8. Schlägt, schlägt. Und es geht weiter im Text hier. Das ist auch nochmal schön. Was ist die Idee von Weiß jetzt? Wie gesagt, Dame C4 haben wir immer in Reserve, aber das ist eigentlich nicht der Zug, den wir machen wollen. Wir wollen also, wenn sich die Läufer tauschen und Weiß bekommt nichts dafür, dann hat er natürlich nur Bauern weniger. Das ist gar nicht in seinem Interesse. Wie behauptet man jetzt Initiative? Und es wäre, wie gesagt, sehr interessant zu hören, posthum, ob das Vorbereitung war von Matthias Blühborn oder wie weit Vorbereitung. Das weiß ich eben nicht. Und jetzt gehe ich mal davon aus, er hat es am Brett gespielt und dann finde ich es unheimlich mutig. Nicht? Warum hat man A4 gespielt, unter anderem? Ja, um die B-Linie zu öffnen. Ja, Also Turm genau. B7 oder was? Ja, Turm B7, ne? Turm B7 droht Turm E7 und das ist ja dann auch. Na, droht nicht Naja, ganz Turm gu E7, mal aber. gucken. Ja, gut. Was Ja. kommt jetzt nach König H8? Hat er nicht gespielt, König schlägt H8. Ja, richtig. Also Turm E7 geht nicht gut. Wegen Dame Dame D1. D1 ist sehr ernüchternd, ja. Ja. Das kann man widerlegen. Aber Dame H3 ist zum Beispiel ein Zug, der einem ins Auge springt. Ne? Und dann kommt H5. Und dann muss es ja noch Geht, irgendwie. ist aber absolut richtig. Also, ne? Also erstmal, das ist vielleicht der Alpha-Kandidat. Ein Turm auf der siebten Reihe ist immer ganz scheußlich für den Verteidiger. Zwei Türme auf der siebten Reihe ist also. Ja, aber stell dir mal diese Stellung vor mit meinem Vorschlag von vorhin Ja, G3. schon klar. Dass der. Ne? Ja, selbst dann. Also ich habe. Okay, aber Na gut, gut, dann das hast du noch ist. Dame D5. Und wie du schon sagtest, Dame H3 ist ein wichtiger Zug. Dame H3, Ich werde H5. das mal auf. Kannst du gerne machen. Und man stichelt eben. H5. Wichtig nochmal, man kann auf der siebten Reihe nichts entgegensetzen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie einen Turm, Läufer G7 wäre jetzt ja, gut. irgendwas. Ne? Dame H3 droht halt auf H7 matt, H5 und jetzt stichelt man einfach weiter. Man spielt Dame E3 und kriegt das. Das ist eine sehr schöne Konstellation. Ja? Dieser Turm ist einfach eine Macht. Und jetzt, wenn man G5 spielt, dann kann man, glaube ich, wieder zurückgehen. Mal einfach so. Und nach H4 Rote. spielt man Dame Und dann F5. spielt man Dame F5. Ne? Also das kriegt man einfach nicht in den Griff. Ja, oder das war auch noch eine Variante, weil war das hier, glaube ich, G5, Dame H3. Wenn man jetzt sowas spielt. Jetzt kann man das machen. Und jetzt, das wäre so ein Paradebeispiel dafür. Ne? Jetzt hätte man zwei, jetzt hat man richtig Kampfkraft hier. Nach Dame D1, Läufer D1 ist Das matt. setzt man matt mit beiden. Das ist auch ein, glaube ich, sehr schönes Bild hier. Der Läufer Also C2 ist eigentlich eine ganz tolle Defensivfigur, aber es reicht halt nicht. Gut. Langer im Weg. Grünfeld steht man nicht so oft richtig schlecht, aber wenn man schlecht steht, dann steht man, glaube ich, sehr schlecht. Ne? Turm B7. Ja. Schwarz neutralisiert also die siebte Reihe. Und jetzt hat er einmal getauscht. Der Läufer 8 ist immer noch da. Ja, noch. Betonung auf noch. Und. Ja, ich weiß, wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, so würde ich Matthias Blühbaum nicht einschätzen, dass das ein Spieler ist, der das auf Chance spielt. Also Nee. da, weil, da, da finde ich, da geht Weiß doch ein sehr hohes Risiko ein hier. Turm B7 jetzt, ja, wie geht es jetzt weiter? Wenn man sich überlegt, dass Dame schlägt H8 nicht unbedingt eine Drohung ist, ist es nämlich nicht. Was wäre jetzt ein nützlicher Zug für Weiß? Sehr abstrakt gefragt. Nützlicher Zug für Weiß. G3? Ja, einen H3? besseren Zug als G3. Genau, H3. genau. Ne? Also, Dame H8 stellt die Dame halt schlecht von Schwarz. Ne? Also, wenn man jetzt. Und dann hat man immer die Möglichkeit, dieser König F7 wird ja nicht froh. Ne? Dann kann man ihn wirklich behaken mit Schach und Turm E7. Das ist also sehr gefährlich. Also macht Weiß jetzt einen aggressiven Wartezug im Prinzip. Und er spielt H4. Ja, finde ich also auch eine ganz bemerkenswerte Stellung. Zwei minus Bauern und man macht H4 und hat einen Läufer auf H8. So. Ja, ist keine Also das Allerweltsstellung. ist, fand ich ganz toll gespielt. Ich habe hier einfach nur geschrieben, cool. Fand ich so. Möglicherweise war das die. Hätte Schwarz hier spielen sollen, jetzt Dame H8 und jetzt hatte ich so eine Variante, König F8, Dame A4. Und das kann auch mal ganz blöd laufen für Schwarz.
weil alle Figuren falsch stehen. Wenn man jetzt, man dürfte mal rochieren und würde zum Beispiel König F8 und Dame H8 austauschen, diese Platzierung. Dann würden sie richtig stehen. Aber so steht die Dame auf H8 natürlich schlecht und der König auf F8 steht auch in allen möglichen Sachen. Aber wahrscheinlich kann Schwarz hier Turm E8 spielen und gleicht aus. Also das funktioniert. Wahrscheinlich, möglicherweise hätte Schwarz so spielen sollen. Echt, das gleicht Ja, aus. ja. Also der Computer sagt, es gibt keinen Gewinnverweis. Ja, also es gibt immer Möglichkeiten noch zu spielen, aber vielleicht kann man mit jetzt einfach Turm E8 Also keinen spielen. forcierten Gewinn, Nein, sagen nein, wir nein. mal. Also vielleicht Aber gibt. die Stellung ist ja auch, ich meine, man zieht weg mit dem Turm und dann kommt Ja Turm gut, F5 oder so, ja, oder? wenn du jetzt, wenn ich jetzt ein Tempo verlieren muss, das heißt Turm Naja, zieht, sag mal, ich ne? spiele Turm B1 oder so. Ja gut, dann spiele ich Dame G7. Dann bin ich happy, ne? Also wahrscheinlich ist hier das Beste für Weiß tatsächlich auf E8 zu nehmen, Dame Und C6. damit, Und dann ja, aber kann dann ist doch nur dann, Ausgleich. dann ja, okay. Das Also wenn ich gewinnen will, muss ja. wäre eine Ausgleichsvariante. Ich weiß nicht, wie er dann auf Gewinn gespielt hätte. H4, jetzt kam Dame D6, Dame D5 Schach, Dame C4 Schach, König F8. Und ich muss meinen Zettel drehen. Das kann ich Läufer H8 alles, steht ja immer noch kann da. ich alles nicht mehr auswendig. Jetzt kam Turm E6. Und ich war mir zwischendurch nicht sicher, wer hier eigentlich. Ob Schwarz auch auf Gewinn gespielt hat, das kann durchaus sein. Das war fünfte Runde. Lagen alle noch im Rennen und vielleicht wollte Schwarz diese Partie auch gewinnen. Könnte ich Jo. mir durchaus vorstellen. Warum auch nicht? Turm E6, Dame D5, Turm F6. Jetzt kam mal König E7, Dame E2 Schach. König D7, warte mal, ist das richtig? Dame G4. Ich mache das mal ein bisschen schneller. Dame schlägt A4, Turm H8. Wo ist er weg? Nur ist er weg. Und ja, jetzt spielte Weiß Turm F3. Turm C6 geht auf, vielleicht sogar besser. Weiß hat nochmal zurück, Turm F3 gespielt. Und das ist eine Stellung, Engine sagt, glaube ich, 0. 0,00. Aber wenn man das in der Praxis hat, ist es, glaube ich, mit Schwarz sehr, sehr unangenehm zu spielen. Guck dir einfach mal den König Ja. auf E7 an. Ja? Mehrbauer, toll. Aber was kann man sich für diesen Mehrbauer in so einer Stellung, offenen Stellung kaufen? Gar nichts. Und ich breche hier ab und Weiß gewann das Damenendspiel. Das dauert nun ziemlich lange noch, über 30 Züge. Aber das ist, finde ich, so eine typische Kampfpartie. Du arbeitest, sind unheimlich viele Varianten drin. Und Schwarz verteidigt sich gut, aber es kommt halt eine Stellung raus, wo noch auf alle drei Resultate halt gespielt werden kann. Und Weiß hat hier ja das bessere Ende für sich. Ich glaube, dass ich hier in der Praxis gerne Weiß hätte. Ja. Wobei ich glaube, ich Turm C6 noch besser finde. Also, dass man, hat man nur einen, also, nee, sogar materielles Gleichgewicht. Und man guckt sich einfach mal an. König E7 versus König G1 und da hat man doch den König G1 sehr viel lieber als den König E7.